Und herzlich willkommen zum neuen Video. Ja, schon wieder ein neues Video, denn es stand ein richtig cooles und aufregendes Ereignis an. Denn für Q stand das erste Turnier an. Und also für euch stand es an, für mich steht es noch an. Und ich bin jetzt schon mega, mega aufgeregt. Wir haben heute Donnerstag. Ich habe jetzt gerade schon Sattel, Trense, Vorderzeug und alles sauber gemacht, geputzt, auf Hochglanz poliert, denn morgen früh am Freitag geht es los. 8 Uhr ist aktuell Prüfungsbeginn. Für uns heißt das sehr früh aufstehen. Um 6 Uhr fahren wir hier los. Das heißt für mich um 5 Uhr im Stall sein. Das heißt für mich um ja, 4:15, 4:30 zu Hause losfahren. Yay! Aber ich freue mich, wie gesagt, und ich bin echt ein bisschen nervös. Also es ist so, als ob ich selbst reiten würde, denn ich reite natürlich nicht selbst, das macht erstmal mein Trainer. Das wird erstmal der Foko machen. Was reiten wir? Er reitet eine Eignungsprüfung. Das heißt, für die, die es nicht kennen, es wird ein Dressurteil geritten und es wird ein kleiner Springteil geritten. Dann gibt es eine Wertnote für die Dressur und es gibt eine Wertnote für Springen. Das wird zusammengezählt durch 2 addiert und dann gibt es eine Endnote. Sinn und Zweck dieser Prüfung ist es halt einfach zu sehen, wo liegt denn die Eignung vom Pferd? Also ist es eher geeignet als Dressurpferd oder eher als Springpferd? Ich sortiere jetzt weiter mein Zeug hier noch durch und bereite alles für morgen vor. Ich kann euch das ja gleich mal so ein bisschen zeigen, was ich alles einpacke, wie das bei mir aussieht. Und dann, ja, geht's für mich erstmal nach Hause und früh ins Bett. Ich werde wahrscheinlich eh nicht schlafen können. Das Pferd habe ich schon fertig gemacht gehabt, Fokus heute nochmal geritten, der lief heute echt gut. Und dann habe ich noch die Hufe gewaschen und alles fertig gemacht. Hat wahrscheinlich eh keinen Sinn, wenn wir morgen dann auf dem Abreiteplatz da rumlaufen. Dann ist es eh wieder für den Bobbes, aber gut, fürs gute Gewissen, fürs Gefühl, das Pferd ist sauber. Da steht der Kleine übrigens gerade. Da ist er. Und Q, bist du aufgeregt mit deinem ersten Turnier morgen? Na, du weißt von deinem Glück noch gar nichts, gell? Huch, hallo, hallo, Mäuschen. So, die Trense ist geputzt und das Vorderzeug ist geputzt. Ich habe auch schon mal das passende Inlay reingemacht. Das ist Competition Blue, das habe ich mal designt. Und ja, meinen Dressursattel brauchen wir morgen nicht. Dafür gibt es den Springsattel. Das ist allerdings nicht meiner, das ist der vom Foco, weil ich besitze keinen Springsattel. Zumindest bisher noch nicht. Und den habe ich jetzt auch schon mal geputzt und geölt und dann habe ich den Gurt sauber gemacht und da ist schon mal mein Lammfellpad. Das heißt, das hängt schon mal bereit. Jetzt muss ich nur noch meinen anderen Kram machen. Und das befindet sich alles hier, das muss ich jetzt einmal durchsortieren. Und keine Competition ohne meine Checkliste, denn ohne die bin ich immer aufgeschmissen. Die habe ich früher schon immer gemacht. Diesmal halt ohne Sachen für den Reiter und auch mit Springsachen dabei. Habe ich halt einfach schon lange nicht mehr gehabt. Ja, aber die brauche ich auf jeden Fall, weil sonst habe ich immer das Gefühl, ich vergesse irgendwas. Und ich ja, gehe jetzt einfach mal nach und nach Punkt für Punkt durch. Dann zeige ich euch jetzt erstes mal das Outfit, was Q tragen wird. Also die Schabracke und die Fliegenmütze. Das ist nämlich das. Das ist dunkelblau mit Leder. Die ist von Equestrian Stockholm und das Mützchen ist von Kentucky. Das ist auch dunkelblau mit Leder. Das ist das Outfit, was er tragen wird. Weil es ist ja eine Springprüfung, sagt mein Trainer. Und da gibt es kein Weiß, also gibt es dunkelblau. Die Sachen sind natürlich alle wirklich selbst gekauft. Also ich habe nichts gesponsert bekommen oder sonstiges. Aber ich finde es eine sehr, sehr geile Kombi. Ihr werdet das dann später im Video sehen. Ich werde es morgen sehen, wie es am Pferd aussieht und ist schon richtig geil. Und passend dazu die Gamaschen von Kentucky, auch im Braun, vorne mit Fell und hinten ohne, weil das darf man ja in Jungpferdeprüfungen nicht. Also das sind Jungpferdeprüfungskonforme Streichkappen, da muss man ja echt drauf achten. Die dürfen ja 10.000 Sachen nicht haben, also die darf er tragen. Ja, ich finde die sehr schick, die sind noch ganz neu. Und die wird er dann an der Füße bekommen. So, und das ist dann die Turnierputztasche. Mit einem schönen Set von der Firma Haas. In Schwarz-Gold. Genau, da sind alles Bürsten und sowas drin.
Dann Lederpflegetücher, Feuchttücher, Handtücher. Hier haben wir Magic Style von Leovet für Volumen und sowas, für den Schweif. Und den 5-Sterne-Striegel, also Mähen, Schweifspray, Feldspray. Das ist für morgen früh. Fliegenspray. Und dann haben wir hier meine Einflechtdose. Da ist dann mein Einnähzeug schon mal vorbereitet, Kamm und sowas, Gummis. Und hier bin ich sehr gespannt, das ist nämlich neu, das werde ich ausprobieren morgen. Ein Flechtgrip, da soll nämlich die Zöpfe länger halten, die Mähne ist gepflegt und es soll halt einfach eben Grip geben beim Einflechten. Und hier unten habe ich jetzt grob schon mal alles zusammengepackt, weil der Transporter, der ist noch unterwegs, der Fokus nämlich heute auf dem Turnier noch, der kommt morgen früh erst, dass ich das morgen einräumen kann. Dann habe ich noch eine, man sieht es gar nicht mehr, noch eine Longe mit dabei, da ist auch der Pferdepass. Und dann so 2-3 Kleinigkeiten gibt es morgen früh noch und dann sind wir erstmal hier fertig. Damit ist die Checkliste jetzt gut abgearbeitet. Ein paar Sachen fehlen noch, das sind die Sachen, die ich morgen früh einpacke. Und, oder was ich von zu Hause noch mitnehmen muss. Genau, Doppelhaken deshalb, weil einmal teilweise zu Hause rausgelegt oder hier am Stall rausgelegt und jetzt alles zusammengepackt. Und wenn es dann morgen eingepackt ist, wird es durchgestrichen, dann weiß ich, es ist alles dabei. So, wir sind jetzt fertig. Ne? Also ich bin fertig, weiß nicht, wie es mit dir aussieht. Ich fahre jetzt nach Hause, endlich. Den ganzen Tag hier so ungefähr verbracht. Und dann sehen wir uns morgen früh. Ah, sehen wir uns morgen früh. Sehen wir uns morgen früh. Ih, du hast nass. Ih, du hast eine nasse Nase. Du hast eine nasse Nase. Guten Morgen. Wir haben aktuell 4.51 Uhr. Und ja, gleich geht's los jetzt Richtung Stall. Also die Prüfung ist eine halbe Stunde nach hinten verlegt worden. Yay! Das heißt, ich konnte eine halbe Stunde länger schlafen. Ich bin jetzt um 4 aufgestanden. Genau, und jetzt geht's Richtung Stall, den Kleinen fertig machen. Meine Aufregung hat sich etwas gelegt. Also ich habe jetzt bin nicht mehr so, dass ich denke, nein, im Gegenteil. Also es kommt jetzt gerade so ein bisschen Vorfreude auf. Ich denke aber, es wird trotzdem ein aufregender Tag. Aber ich freue mich. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich gestern, also in dem ersten Teil von dem Video gesagt habe, was unser Ziel ist. Unser Ziel ist, dass er einfach brav durchgeht. Also wir verlangen sonst gar nichts. Er muss nicht platziert sein. Und wenn er alles umholzt, dann heizt er alles um. Und wenn er rennt wie der Mickey Mouse auf Speed in der Dressur, dann ist es so. Also wir sind da relativ entspannt. Also Hauptsache ist jetzt erstmal, dass er Turnierluft schnuppert und dass er einfach brav ist. So, los geht's. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo. Hallo. Hallo, mein Schatz.
So, ich melde mich jetzt auf dem Wege nochmal einmal zu Wort. Ich habe jetzt einen Moment Zeit, euch ein bisschen was zu erklären zu dem, was ihr jetzt gleich seht. Also, vorab kann man ja schon mal sagen, was ihr eben jetzt auch gesehen habt, dass der Kleine extrem brav und entspannt bei der Vorbereitung sowie beim Abreiten war. Genauso, als es auch ins Viereck hineinging. Zuerst wurde quasi die Dressuraufgabe geritten. Ihr seht, es ist eine Abteilungsaufgabe. Es sind 3 Pferde dabei gewesen in einer Abteilung und Q lief hinten dran. Die Aufgabe wurde auf einem Viereck von 20x40 geritten und ja, ging mehrere Minuten. Ich zeige euch jetzt hier einfach ein paar Ausschnitte. Es wäre gelogen zu sagen, dass das Pferd natürlich extrem losgelassen war. Das kann man ja auch beim ersten Turnier absolut überhaupt nicht erwarten. Was uns alle natürlich einfach mega gefreut hat, dass er halt auch einfach in der Prüfung extrem brav und einfach lieb war. Er hat nicht rechts, nicht links geguckt. Ihm war es egal, dass er anderen Pferden hinterher galoppieren musste. Er hat einfach, übertrieben gesagt, einfach einen richtig guten Job gemacht. Ja, er hat sich ein bisschen festgehalten im Rücken, dadurch ist halt einfach auch natürlich von den Bewegungen her so ein bisschen, ich nenne es immer so schön, die Leute, die es auf Instagram verfolgen, wissen es, meine Mickey Maus. Ja, er wird dann so ein bisschen kleiner von den Schritten her, er ist im Galopp überhaupt nicht, also er hat einen schönen Galopp, aber den konnte er halt überhaupt nicht entfalten, aber ach, das ist einfach am Ende so egal gewesen. Und das war übrigens auch das, was die Richter so bemängelt haben, dass er halt einfach in der Dressur nicht losgelassen war und dass halt einfach ja, wenig Raumgriff ja, gezeigt wurde, sagen wir es jetzt mal so. Dann ging es ans Springen. Aufgebaut waren 6 Sprünge, laut LPO auf A1-Sterne-Niveau. Und in der Vorbereitungszeit, als sie ins Viereck geritten sind, konnten sie schon mal so ein bisschen die Pferde quasi sich die Sprünge angucken. Ich fand es eigentlich schon sehr interessant, dass eigentlich in jedem Sprung irgendwie eine Planke drin war oder ein Unterbau. Ich meine, das sind junge Pferde, die teilweise das erste Mal ein Turnier sehen. Ja, und wie gesagt, und Q als Küken mittendrin. Aber schaut euch das Springen selbst an. Er hat es einfach gemacht wie ein alter Hase. Die Richter haben hier übrigens die Losgelassenheit sowie seine Vorderbeintechnik sehr gelobt. Am Ende gab es also 2 Noten, eine für die Dressur und eine für Springen. Für die Dressur gab es eine 5,8, für Springen eine 7,2. In der Kombination blieb also eine Endnote von 6,5. Ich möchte nochmal darauf betonen, wie stolz wir auf dieses Pferd waren. Wir, das heißt nicht nur ich als Besitzerin, sondern auch der Foko als Reiter. Denn der Q war einfach mega. Er war umgänglich, er hat
überhaupt sich nicht aufgeregt, er war nicht hängstig, er hat das gemacht, als ob er das schon 30 Mal gemacht hätte. Er war einfach tiefenentspannt und also besser kann doch ein erstes Turnier bitte einfach nicht laufen. Und deshalb, ja, es muss nicht immer eine Schleife sein, damit Reiter und Pferdebesitzer zufrieden sind.